Die nächste, eine Möglichkeit, die Hände zu benutzen. Du stehst so, dass die Hände in der Taille sind. Eigentlich gar nicht in der Taille, sondern neben dem Becken. Jetzt geht meine, in dem Fall rechte Hand, zur linken Schulter und ich drehe meine linke Ferse und meine rechte Hand und ich bin offen. Ich bleibe hier offen. Jetzt kommt meine linke Hand nach vorne und nimmt die linke Hüfte quasi mit. Eigentlich ist es die linke Hüfte, wo die linke Hand mitkommt. Und ich bin in dieser Kriegerhaltung von E. Und ich gehe zurück. Meine linke Hand führt von der rechten Schulter rechte Ferse. Linke Hüfte, rechte Hand. Zurück. Von der Schulter. Du nimmst dir quasi den Angreifer, der kommt, nimmst ihn zur Seite, um in den Stoß zu gehen. Zurück.